schon sind wir bei 2850. Hier geht es überall im Geradeausflug so stark hoch. Ich muss jetzt echt zusehen, dass ich hier in dieser riesigen Cumulus über mir nicht verschluckt werde. Boah, kachelt das hier, ey. Fuck, ist das hier eine krasse Thermik, ey. Steigt immer noch weiter hoch und jetzt bin ich da, wo ich nicht hin wollte. Österreich. Dort wurden wir eingeladen vom Paradise Team zum Flug-Event Fly and Share. Eine Benefizveranstaltung, wo es darum geht, für einen guten Zweck Kilometer zu sammeln. Leider wurde das Event aufgrund des schlechten Wetters, zumindest der offizielle Teil, abgesagt. Wir fahren trotzdem dorthin und hoffen, da eine richtig schöne Zeit mit anderen Fliegerkollegen und Gleichgesinnten zu haben. Und im besten Fall hoffen wir, dort auch ein bisschen in die Luft zu kommen und dennoch ein paar Kilometer zu sammeln. Ferrari, Mann. Ja. Da Greifenburg dafür bekannt ist, dass man dort gut Gleitschirm fliegen kann, haben wir natürlich die Hoffnung, dort ein paar Kilometer zu sammeln. Und ob uns das gelingt und welche Abenteuer uns noch so erwarten, das seht ihr genau jetzt. Und vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Ohne Like könnt ihr nicht weiterschauen. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Noch sind wir recht müde. Die Augen sind noch ganz klein, sind gerade erst wach geworden, haben jetzt 7 Uhr. Jetzt starten wir in diesen herrlichen Tag erstmal mit einer kleinen Runde Yoga und Stretching am See. Und dann schauen wir mal, was der Tag so bringen wird. Übrigens, wenn du auch mal Lust hast, eine Runde Yoga mit mir zu machen, dann kannst du das ab sofort auch ganz einfach online machen. Das ist echt eine tolle Möglichkeit, ganz entspannt von zu Hause aus was Gutes für sich zu tun. Und da kann wirklich jeder mitmachen. Und vielleicht ja sogar zusammen mit der Freundin oder dem Freund. Einfach mal eine Runde Yoga statt Netflix. Ich würde mich freuen. Unter athleticyoga.de findest du alle weiteren Infos. Alles verstaut. Die Brüste anschnallen. Ja, nachdem wir uns mit einer kleinen Morgenrunde Yoga schon gut für den Tag aufgewärmt haben, geht es jetzt zum Bus, der uns dann nach oben zum Startplatz bringt. Und da beginnt dann das Abenteuer. Morgen. Ja, jetzt gehen wir hoch zum oberen Startplatz. Ich denke, die paar Höhenmeter könnten sich heute vielleicht rechnen, weil wir noch nicht so starke Thermik haben. So, gerade oben am oberen Startplatz angekommen. Hat der einen speziellen Namen? Weißt du das? Ich auch nicht. Okay, oberer Startplatz ist das jetzt hier offiziell getauft. Da ist ein bisschen Dreck auf der Linse. Jetzt geht er. Cooles Outfit, ey. Das passt echt gut zu deinem Schirm. Er haut sich jetzt hier raus und dann hältst du da Platz. Wunderbar. Ich hänge mich schon mal ein. Ich wünsche dir auch einen schönen Flug, mein Schatz. Bis gleich. Du hast einen Hänger! Oh, ärgerlich, ey. Das kann man nicht gebrauchen. Also ein kleines Lüftchen, was mir jetzt die Eintrittskante aufschlägt, wäre nicht schlecht. Oder die Anni. Anni, könntest du einmal nach hinten greifen und meine Eintrittskante einmal aufstellen? Ah, perfekt. Bei dir läuft alles, Anni? Dann würde ich mich jetzt mit dem nächsten Lüftchen raushauen. Der Start lief relativ reibungslos. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat mit der Verfolgerperspektive. Die ist
einmal komplett zwischen meinen Stammleinen durchgeschossen und wieder zurückgependelt. Zum Glück ohne irgendwas zu berühren. Das hätte auch schnell anders laufen können. Ja, erstes Mal hier oben an der Emberger Alm. Hier vor mir habe ich schon einige Anzeiger. Hier ist schon ein leichtes Lüftchen. Oh, geil, ey. Ja, hundertprozentig. Der Startplatz jetzt schon fühlt 150 Meter unter mir. Also langsam kann man hier ein bisschen das Wolkenbild über und hinter der Kreuzeckgruppe beurteilen. Und das hat schon ziemliche Ausbreitungstendenzen, schon ziemlich großflächig abgeschattet. Da sehe ich die Anni. Geil. Vollkommen falsch. Ich bin falsch eingehängt. War schön auf beiden Seiten. Also die Anni ist auch in der Luft. Ja, das erste Mal an der Basis. Das ging relativ flott. Also so unkompliziert hätte ich es jetzt nicht erwartet. Basis ist jetzt genau bei 2500 Metern. Also bisher bin ich auf jeden Fall echt sehr begeistert. Also es waren trotz dieses nicht so schön aussehenden Wolkenbildes Bedingungen, die ich so nicht erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da vorne kommt die Anni schon ran. Das könnte sie sein. Die hat schon ordentlich aufgeholt, ey. Unfassbar, wie die das macht. Ja, das ist sie auf jeden Fall. Nee, ist sie leider doch nicht. Scheiße. Oho. Tja, dann geht's schon wieder weiter. Und ich befürchte, der Abstand zwischen Anni und mir vergrößert sich dadurch dann eher. Direkt mit Steigen in Empfang genommen worden, bilderbuchmäßig, so wie man sich das wünscht, direkt hier in den Bart gestolpert. Das Wolkenbild weiter im Süden sieht auf jeden Fall deutlich schöner aus. Die Basis scheint hier schon ordentlich angestiegen zu sein. Bin schon auf 2,5 und die Wolken sagen mir, dass es hier noch deutlich höher gehen könnte. Ah, das fühlt sich so an, als wäre ich rausgefallen, ja. Danke Zentrierhilfe, die hat mich genau ins Lege der Thermik geschickt. Ja, manchmal muss man einfach doch aufs Bauchgefühl hören. Da kommt was. Jawohl. Hundertprozentig. Ein Geruch, als würde ich gerade im Pinienwald stehen. Herrlicher Duft nach Tannen. Und ein schönes Zeichen, dass die warme Waldluft, die da unten von der Sonne erwärmt wurde, hier aufgestiegen ist. 3,6 Meter pro Sekunde geht es jetzt hier gerade Richtung Basis. 4,9 punktuell. 5,4, jetzt geht es richtig ab. 5,9. So kann das weitergehen. Ich finde, dafür, dass das Wolkenbild zumindest im oberen Bereich schon ziemlich zerrissen aussah, ist es doch ein sehr angenehmer Tag bisher. Oh, die erste Kamera hat sich schon abgeschaltet. Jetzt geht's richtig ab. Das waren gerade punktuell 6,6 Meter. So, 2800 Meter habe ich jetzt. Und es hört noch nicht auf zu piepen. Schon sind wir bei 2850. Sehr schön. So, das wird biestig. Ja, jetzt befinde ich mich quasi unmittelbar vor dem großen Talsprung. Ich denke, das heißt dann ab da Mölltal. Da will ich einmal rüber und da vorne an den nächsten Berg. Ich weiß halt nicht, wie er heißt. Ich bin das erste Mal hier. Das ist mein allererster Flug hier an der Kreuzeckgruppe. Hier an der Basis wird es jetzt ein bisschen bockig. Und die Sicht wird langsam eingeschränkt. Jetzt werde ich losfliegen. Auf
auf dem Kopf, 3000 Meter genau. Ja, jetzt geht es wahrscheinlich am Rande der Cumulusbewölkung noch mal ein bisschen weiter. Ich bin echt immer noch ziemlich angespannt, ey. Das ist so ein Kackgefühl. Ich meine, es ist alles offen und es sieht auch alles gut aus, fühlt sich auch normal an, aber dieses Gefühl, dass was nicht stimmt, bleibt. Ich bin halt echt nicht frei im Kopf. Weiterhin. So. Weil es hier gerade ziemlich runter geht hier über dem Tal, versuche ich natürlich alles in meiner Macht Stehende zu tun, um da schnell diesen Bereich zu kreuzen. Wenn ich es für aushaltbar empfinde, stehe ich dann auch bis zu 100% im Beschleuniger. Habe eine recht gute Geschwindigkeit, bin jetzt bei 62 km/h. Aber habe eben nur eine Gleitzahl von 5. Ja, jetzt gerade geht es ein bisschen hoch, 6, 6,7. Das Piepen ist jetzt noch nicht so ernst zu nehmen. Ich bin nämlich auch gerade aus dem Beschleuniger rausgekommen. Aber hier sieht es schon ganz vielversprechend aus, muss ich sagen. Jawohl. Da das eh in meiner Flugrichtung liegt, fliege ich einfach erstmal weiter. Vor mir werden die Cumulus-Formationen auch wieder schöner. Man hätte da gut schon drin drehen können. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier an der nächsten Rippe noch ein bisschen besser geht. Noch wurde ich nicht belohnt. Jetzt gerade habe ich auch diesen bösen Sington das erste Mal gehört. Das ist nicht unbedingt das, was ich hier erhofft habe. So, hier habe ich eigentlich eine schöne Abrisskante unter mir. Hier könnte es doch schön rausblubbern. Ja, tut's auch. Ein paar Wanderer oben auf dem Grat. Ja, das sieht echt klasse aus. Ja, cool. Hat zurückgewunken. Vielleicht sollte ich das Vario mal ein leiser stellen, dass euch das nicht so ins Mikro schreit. Ist immer ein bisschen ungünstig. Mein Mikro, was mich hier aufnimmt, ist halt ein externes Mikro, was sich bei mir im Cockpit im windgeschützten Bereich befindet. Und das Vario ist da halt nicht so weit von entfernt. Oh my goodness. The chief really seems to like you. I mean, that is a great sign of affection in the Wachati tribe. Ja, meine Freundin Anni hat sich vor ein paar Tagen ein neues Meteorologiebuch gekauft. Bisher muss ich echt sagen, ich bin begeistert. Tolles Buch, was auch ein bisschen mehr ins Detail eingeht und vielleicht mal ein bisschen rechts und links auch neben der Fliegerei Bereiche darstellt. Ja, und so haben wir uns auch ein bisschen die Pileus-Wolke angeguckt. Gehört quasi zur Gattung der Lenticularis-Wolke. Ja, und da vorne ist ein schönes Beispiel von so einer Pileus-Wolke. Eigentlich gleich mehrere. Sieht man sie, wie sie da so schichtmäßig über den aufbauschenden Cumulus-Wolken, über der Kreuzeckgruppe sich bildet. Man sieht, dass die Wolke eine gewisse Trägheit hat und der überregionale Wind gezwungen wird, über die Wolke hinweg zu strömen. Einfach klasse, wenn man die Theorie so in der Praxis wieder verknüpfen kann. Ja, ich bin jetzt genau 1,5 Stunden unterwegs. Hab einen leichten Rückenwind, bin die ganze Zeit so mit um die 60 km/h unterwegs, stehe allerdings auch immer so 50% im Beschleuniger. Ja, ganz ehrlich, ich gehe landen. Schon mal eine Wiese aussuchen. Ziemlich massive Wolkenstraße, die jetzt hier über dieser Rippe steht und dann weiter auf die nächste Kante gerichtet ist. Und ich denke, die wird mich jetzt hier ganz gut, vielleicht sogar noch mit ein bisschen Steigen bei dem Talsprung weiter Richtung Alpenhauptkamm begleiten. Also das muss ich schon sagen, einfach unfassbar schönes Panorama hier. Und der Blick, sowas hier erleben zu dürfen, fühlt sich einfach noch exklusiver an. Wenn ich mir überlege, was man als Wanderer oder Bergsteiger für einen Aufwand betreiben muss, um ja, in diesem Gelände unterwegs zu sein.
Ich hätte hier wahrscheinlich auch ein bisschen abkürzen können, aber hier oben ist so eine kleine Staumauer und dahinter ein herrlicher Gebirgsee. Und wenn mir das jetzt gleich gelingt, da oben nochmal den Blick auf diesen schönen See zu bekommen, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, dieser kleine Abstecher. Gerade ist die Luft schön ruhig, das nutze ich mal, um die Hände ein bisschen aufzuwärmen. So, auch wenn ich noch nicht das Steigen spüre, gehe ich mal wieder ans Steuer. Wenn ich hier in Hangnähe bin, will ich doch steuerbereit sein. Oh geil, da vorne sind zwei Berggämse. Sieht aus wie so Spielzeugtiere da am Boden. Unglaublich, mit was für einer Leichtigkeit die hier durch dieses Geröll sprinten, kann man wirklich sagen. Aber jetzt, wo ich die Größe der Berggämse sehe, merke ich auch erstmal, wie weit ich hier noch vom Hang entfernt bin. Die sind selbst für mich jetzt hier mit dem bloßen Auge kaum wahrnehmbar. Oh, alter Falter, was ein Entlaster. Die Luft und der Enzo und der Pilot drunter arbeiten hier ordentlich. Irgendwie traue ich dem Braten hier noch nicht. So langsam bastle ich mich hier raus. Nach wie vor immer wieder ganz schöne Turbulenz mit in der Thermik eingelagert. Herrlich. Das habe ich gemeint. Diesen herrlichen Blick hier auf diesen Gebirgsee. Fast schon unrealistische Farbe. Diesen Türkis, Blau, Grün, das sieht einfach stark aus. Perfekt. Und hier auf der Ecke geht auch die Thermik hoch. Ah, da pfeift der Enzo. Also das hier war jetzt schon eine ordentliche Bastelstelle. Es hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber gut. Ich bin jetzt auf 2730 Metern und ich will mich auf keinen Fall aufregen. Das ist ein unglaublicher Blick hier. So, da vorne sehe ich noch zwei andere Gleitschirmflieger aus unserer Truppe. Die haben mich durch meine kleine Expedition da vorne wieder eingeholt. Oh, hier wieder zwei junge Berggämsen im Bergaufsprint. Unglaublich, mit was für einer Leichtigkeit die da das Geröll hochflitzen. Ja, hier ist jetzt leider ziemlich viel schon abgeschattet. I like you. Puh, hier sinken wir alle gemeinsam. Die anderen sind schon deutlich tiefer. Und hier vorne rast gerade ein Murmeltier über die Wiese. Das sieht ja stark aus. Da hat es schnell in seiner Höhle Schutz gesucht. Diese kleinen Schreihälse, da habe ich mich schon häufig erschreckt, wenn man gerade so wie jetzt hier hangnah fliegt und dann schreien die so lustig, wenn man als Gleitschirmflieger drüber herfliegt. Allen! 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 Hier ist das Wolkenbild noch immer schwierig. Ich habe noch nach wie vor... Oh, er unter mir dreht aber auf. Vielleicht kann ich mich da oben drauf setzen. Vielleicht kann ich mich da oben drauf setzen. 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 This is what I do. This is what I do. This is what I do. Sit on you. This is what I do. Sit on you. Sit, 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 sit on you. Ah, er ist auch auf jeden Fall am Kämpfen. Das ist kein Knallerbart, aber gucken wir mal. Auf jeden Fall hat er mir zugewunken und jetzt werden wir hier zusammen in der Thermik aufdrehen. Hier piept es. Ja, ganz schwach, aber ich nehme, was ich kriegen kann. So, irgendwie komme ich hier nicht wirklich weiter mit dem Ding. Ich fliege jetzt rüber. Gerade schon wieder 4 Meter mal auf dem Tacho gehabt. Habe ich jetzt nicht direkt mit gerechnet, weil das hier schon relativ stark abgeschattet ist. Aber wahrscheinlich konnte der Hang jetzt hier in den letzten paar Stunden schon ganz gut Wärme tanken. Und die thermische Aktivität ist natürlich nicht gleich mit der Abschattung vorbei, sondern der Hang arbeitet natürlich noch mal so ein bisschen nach. Hier flitzt ein bisschen Rehwild durch die Berge. Da schreit mich wieder ein Murmeltier an. Yo, fühl mich angesprochen. Kann doch nicht sein. Muss doch hochgehen hier. Ja,
So habe ich mir das schon eher vorgestellt. Oh, geil. Was ein Blick, ey. Ja, leider hat sich jetzt gerade schon die Verfolgerkamera verabschiedet. Ich hoffe, die anderen zwei Perspektiven halten noch weiter durch. Unglaublich, sieht das genial aus hier. Ja, ich glaube, hier muss ich nicht groß drehen. Hier geht es überall im Geradeausflug so stark hoch. Hier muss ich gleich eher aufpassen, dass ich nicht von den Wolken eingesaugt werde. Im Geradeausflug 3 Meter integriert. Das ist ein Zeichen, dass ich hier nicht weiter in Richtung Basis steigen sollte. Sonst bin ich ruckzuck weg und sehe gar nichts mehr. Boah, kachelt das hier, ey. Unglaublich schön. Puh, puh, puh. Ja, jetzt gleich wird's spannend. Noch letztes Mal aufdrehen und dann kommt ein riesiger Talsprung. Der größte des heutigen Fluges. Luft hier, ey. Vor mir scheint direkt eine Thermik abzugehen und ich schleiche mich jetzt gegen den Wind von hinten durchs Lee an. Gibt echt schönere Möglichkeiten. Aber das ist die Taktik, weißt du? Von hinten komme ich und dann packe ich mir die Thermik. Ja, jetzt heißt es maximale Höhe machen und dann diese Richtung so einschlagen. Ah, da piept es schon verheißungsvoll. Vorwärtsfahrt wird wieder besser. Jawohl. 4,5 Meter. Oh, ein richtiges Schätzchen haben wir hier ausgegraben. Ja, bin schon wieder an der Basis eigentlich. Das ging jetzt aber echt wie im Handumdrehen. Allerdings ist die Basis hier auch ein bisschen niedriger. Bin noch nicht mal bei 3000. Oh, was ein Blick. Sieht das geil aus, wie sich hier vor mir rechts und links und teilweise schon leicht unter mir so erste kleine Wolkenfetzen bilden und die Cumuluswolken sich formen. Einfach unglaublich. Jetzt geht's aber mächtig runter und das bedeutet für mich, ab jetzt geben wir ordentlich Gas. So eine Wolke bzw. so diese leichten Wolkenfetzen, die haben ihren ganz eigenen, einzigartigen Geruch. Da riecht man einfach, dass die Luft anders ist. Man kann die Feuchte förmlich riechen. Ich bin jetzt genau 3 Stunden unterwegs. Ja, Mölltal, ich werde dich in guter Erinnerung behalten. Hier geht es gerade leider mächtig runter, aber ich tue schon alles in meiner Macht Stehende, auch wenn das so aussieht, als wenn ich hier nur liegen würde. Ich meine, tue ich auch eigentlich, aber stehe jetzt zu 100% im Beschleuniger, Rolle auf Rolle, mehr geht da leider nicht. Ja, leider sind diese Hügelchen, die ich hier vorne anfliege, ohne eine Cumulus darüber zu sehen, komplett blau hier. Das sieht nicht gut aus gerade, wird hier immer noch runtergespült. Das erste Mal, dass ich hier in diesem Flug alles andere als optimistisch bin. 1230 Meter. Auch wenn es immer mal wieder gut piept, kriege ich die Thermikfetzen, die mich hier erreichen, nicht so richtig zu packen. Oh, 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 hier kommt mir richtig warme Luft in die Fresse geknallt. Diese Häuser und diese Wiese hier stehen noch voll in der Sonne. Das muss doch irgendwie funktionieren. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. So, jetzt springe ich hier quasi von einer Rippe zur nächsten. Bin aber schon so tief, das sind jetzt schon so ein bisschen Verzweiflungsversuche. Ganz schwache Thermik. Ja, die Regel heißt, je tiefer du bist, desto wichtiger ist es, alles an thermischer Entwicklung mitzunehmen. Wird aktuell stärker, schiebt mich hier den Hang hoch. Ihr wisst, was hier gerade passiert, ne? Der Flug geht wieder weiter. Und wieder einmal am eigenen Schopf aus der gezogen. Und das ist bei meinem Shop ganz schön schwierig. Da ist nicht viel zu packen.
Hoppala. Ja, hier wird es gerade echt anspruchsvoll. Fühlt sich ziemlich thermisch an, aber gleichzeitig auch sehr zerrissen. Boah. Immer wieder richtig ruppig. Schwieriges Windsystem hier, muss ich echt sagen. So, ich will gerne wieder zurück in den Bad von gerade. Oh, wo habe ich denn verloren? Ach komm, was habe ich denn jetzt gemacht, ey? Das war ja Scheiße. Vorbei, wie weggesaubert. Ah, das gibt es doch jetzt nicht. Und jetzt eier ich hier so planlos in dem Kessel rum. Alter, geht's hier runter. Boah. Also das hier ist echt eine Fuckelecke gewesen. Hier kann ich jetzt die Talseite wechseln. Spannender Moment. Alter Falter. What the f***, Alter, ist das ein Ei, ey. 7,2 punktuell, aber richtig hart haut er mir jetzt hier ins Tuch. Oh, vor allem, wenn man so unvorbereitet, alter Schwede, in so ein Ding reingeschoben wird. Das war aber hier echt der Expresslift. Boah, Dreck, irgendwo ist er hier noch. Boah. Der fühlt sich aber so an, als hätte der Potenzial, einen komplett zu zerlegen. Vom schlimmsten zum schönsten Bad des heutigen Tages. Und da trägt mich dieser herrliche Bad zu einem unglaublichen Ausblick hier über den Weißen See. Oh ja. Hier darf man aber auch nicht eine Sekunde abgelenkt sein. Dann ist man schon wieder an der Wolkenbasis. Weg hier. Ich will jetzt zum herrlichen türkisblauen Weißen See. Ist das hier eine krasse Thermik, ey. Steigt immer noch weiter hoch und jetzt bin ich da, wo ich nicht hin wollte. In einer Cumuluswolke. So. Und da bin ich wieder draußen. Oh, was ein Blick und was eine Belohnung nach so einem Hammerbad. Unfassbar geil. Mal kurz hier gucken, wo ich flugroutenmäßig lang gekommen bin. Ich fliege hier noch mal ein paar Meter weiter. Wollen wir doch noch mal ein paar Kilometer sammeln. Jo, ist klar, Digi. Ich muss jetzt echt zusehen, dass ich hier in dieser riesigen Cumulus über mir nicht verschluckt werde. Boah, da vorne in Blick Richtung Italien türmen sich riesige Cumulus Congestus Wolken. Cumulus Congestus zur Erklärung ist quasi eine sich stark überentwickelnde und blumenkohlartig aufpilzende Cumuluswolke. Im schlimmsten Fall auf ihrem Weg zur Entwicklung einer Cumulonimbus-Wolke. Das sind diese Wolken, die wir als typische Gewitterwolken kennen. Das ist so der schlimmste Albtraum eines Gleitschirmfliegers, in so eine Cumulonimbus-Wolke zu geraten. Da gibt es eine schöne Doku, heißt Paragliding Miracle von Eva Wisniewska. So, jetzt habe ich gerade den Wendepunkt gesetzt. Bin jetzt mittlerweile fast 4 Stunden 20 Minuten unterwegs. Oh, da geht's wieder hoch. Flugtaktisch gesehen nennt sich dieser Flugstil, den ich hier gerade praktiziere, Delfinieren. Der Armin Harich erklärt das in einem seiner Videos ganz schön. Immer wenn es sinkt, stehe ich im Beschleuniger und immer wenn es steigt, dann gehe ich aus dem Beschleuniger raus und ich könnte sogar noch auf die Bremse gehen, um länger in der steigenden Luftmasse zu bleiben, aber aktuell läuft sie so komfortabel, dass ich das zumindest im Moment noch nicht nötig habe. So, das Piepen ist mein Zeichen, wieder aus dem Beschleuniger zu gehen. Ja, wunderbar, im Geradeausflug hier gerade einfach mal wieder 2 Meter. Und das wird noch mehr. Hoppala. Da habe ich den Beschleuniger aus Versehen schnacken lassen. Boah, was
was eine Wasserfärbung des Weißen Sees. Wie schön kann die Natur sein. Ich hoffe so, dass die Anja auch einen schönen Flug hatte. Die vermisse ich jetzt schon ordentlich. Aber ich hoffe, dass sie viele Kilometer sammeln konnte. Vor allem, weil sie auch echt viele sehr spendable Sponsoren gefunden hat. Also nochmal wirklich vielen, vielen Dank an alle Leute, die sich bereit erklärt haben, uns hier auf diesem Spendenflug zu unterstützen. Ja, die Steigwerte kann man gerade nicht ganz für voll nehmen. Da bin ich aus dem beschleunigten Flug voll in die Thermik reingestolpert. Das stand hier gerade 8,3 auf dem Tacho. Was für eine wunderschöne Abendthermik. Ganz gleichmäßig. Lädt fast schon zum Meditieren ein. Die Anni ruft an. Hi Anni! Warte mal. Bist du jetzt hier wieder auf der Startplatzseite rum? Ja, hier bin ich. Ich hätte dich, glaube ich, nämlich gesehen. So relativ weit oben unter der Wolke, ne? Ja. Das sehe ich dich nämlich nicht mehr. Bist du denn schon länger am Boden? Ja, ich bin schon lange am Boden. Hat leider nicht geklappt. Oh Mann, Scheiße. Ja, ach, der Beginn war schon kacke. Ich bin die ganze Zeit mit verdrehten Tragegurten geflogen. Oh nein. Das ist mir noch nie passiert, ey. Keine Ahnung, was da los war. Oh Scheiße, ja, das ist echt ärgerlich. Ach, da, jetzt sehe ich dich wieder. Ganz oben fliegst du jetzt gerade am Grat entlang, ne? Ja, genau. Ich fliege jetzt einmal noch hier am Startplatz vorbei. Und dann komme ich runter. Werde ein paar smooth Wingover machen. Ich hoffe, dass ich diesmal die Verfolgerkamera nicht in die Leinen reinballer. Ja. Du bist schon am Campingplatz, ne? Ich bin am See. Am See, okay. Aber ich komme dann zum Landeplatz. Alles klar. Oh, bis gleich, mein Schatz. Bis gleich. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ciao. Bis gleich, ciao. So, jetzt fliegen wir hier noch ein letztes Mal am Startplatz vorbei und über die Emberger Alm. Ja, die haben nochmal zugewunken. Die haben sich sichtlich gefreut. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Fly-and-Share-Teilnehmer sind. Jetzt kommt der finale Gleitflug Richtung Landeplatz. Und somit haben wir dann auch die drei Punkte Fly Far, Be Free and Come Home erfüllt. Unfassbar schöner Flug, ich kann es noch gar nicht glauben. Übrigens, wenn ihr auch mal bei dieser Veranstaltung Fly and Share dabei sein wollt, dann erkundigt euch einfach mal unter para-dice.org. Da kommt ihr auf die Seite von Paradise. Super Community, tolle Leute. Wir hatten hier einen Vortrag von Theo de Blick. Eigentlich war es geplant, dass auch der Ferdinand Vogel und viele weitere Top-Piloten hier referieren und ihr Wissen weitergeben. Also wer sich da interessiert, in die Community einzutauchen, Kontakt zu anderen Piloten zu haben, weiterzukommen, für den ist das auf jeden Fall eine ganz, ganz dicke Empfehlung. Hat sich die Verfolgerkamera gerade schon einmal wieder ums Öhrchen gewickelt. Fly far, be free, come home. Jeden Moment ist es soweit.
Ja, insgesamt wurden so beim Flugevent Fly and Share dieses Jahr über 11.000 Euro erflogen. Diese Summe wurde zu 100% über karmaflies.org an humanitäre Projekte in Nepal gespendet. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei euch und allen anderen Sponsoren da draußen ganz herzlich bedanken. Daher vielen lieben Dank an alle, die uns und all die anderen Piloten beim Flugevent Fly and Share unterstützt haben. Und wenn du jetzt auch was Gutes tun möchtest, dann abonnier doch einfach diesen Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Online-Yoga-Stunde. Ich würde mich freuen. Und jetzt viel Spaß bei den Outtakes. Boah. 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 Puh, puh, puh. Ja, jetzt gleich wird's spannend. Shoot me down soon.